Herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier am Arsch. Immer mal nachschauen, ob im globalen Markt die 10.000 Liter Salat angekommen sind. Beziehungsweise, ob man hier rauskommen könnte, theoretisch. Schauen wir kurz rein. Und man sieht, die 1.000 Liter sind angekommen, die 10.000. Also, das würde funktionieren. So, jetzt müssen wir uns um Tiere kümmern. Das heißt, ausmisten, füttern und versorgen. Hier fangen wir den Schweinen an, dann werden wir auch den Stall umbauen. Das heißt, den Stall hier vorne dann wegreißen. Wir bauen uns hier erst einen neuen. Das heißt, Garage. Zuerst werden wir die alten Fahrzeuge, die alten Ställe verkaufen, beziehungsweise die aktuell leer sind. Wir müssen hier bekommen. Verkaufen wir gleich mal und dann kaufen wir gleich einen neuen, den wir dann parallel auf dem anderen Ende hin entsprechend aufstellen. Diese beiden verkaufen. Ne, das nicht. Den. Gut, jetzt haben wir die Fläche frei und die Laterne verkaufen. Laternen. So, 80.000 bekommen. Denn der soll ja komplett weg, aber wie gesagt, die Lampen gehen auch gleich weg. Aber die müssen ja wieder entsorgt werden, ne? Ich meine, gut, wenn einer klingeln würde, würde ich schlimm. Wir kaufen hinterher, ne? Gut, verkauft. Die Lampen jedenfalls. Das kann erstmal stehen bleiben. Ne, machen wir weg. So, gehen rüber zum Platz, wo der hinkommen soll, der neue. Aber erstmal müssen wir die Lampen verkaufen. Dauert ein bisschen. Lenkung nicht aktiviert. Aber das ist nicht schlimm. Wir fahren jetzt nicht viel. Also höchstens für die Tiere. So, die Puppen müssen auch verkauft werden. Gucken, dass wir hier, das ist, glaube ich, eine Höhe, oder? Täuscht? So, Puppen sehe ich nur eine. Weg sein, ne? Wir müssen hier die Puppen irgendwo finden. Das, glaube ich, mehr vorne. Glaube ich. Du musst zumindest einen anklicken oder zumindest hier ja, auswählen. So. Wieder zurück. Puppe sehe ich jetzt keine. Ja. So. Ja, wir haben wieder Winter, zweiten Tag, Frostgrade und ja, kein Schnee. Ob ein Schnee noch kommt, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Das weiß man hier nicht so genau. So. Da haben wir die eine Pumpe.
Gut. Ich glaube, die Höhe ist minimal. Jetzt kaufen wir einen neuen Stall. Und zwar. Zurück. Kaufen wir immer gerne machen. Ne? Farmhaus, Tierhaltung. Und zwar. Schweinestall. Zwar so, die wir hatten. Die nicht. Den vom Castor. Genau der. Und zwar müssen wir den drehen. Das heißt, der passt da oben genau hin. Das ist im Prinzip parallel mit der Fläche neben dem Feldweg. Bleibt unten weiter. Damit von der Straße natürlich nicht rauf. Und das war da weg, ne? So, gebaut. Baukasten. So, wir müssen hier noch putzen, Wasser umbauen. So. Das ist ein bisschen mühsam, aber das muss gemacht werden. Sonst, das kann man auch später machen, aber wie gesagt, dafür haben wir gleich Wasser fertig. Wasserarm muss rüber. Das ist nicht mehr ziehen, das ist an der Mod wegen Wasserversorgung. So. So, da geben wir okay, dann nehmen wir das nächste Rohr. Geht auch durch das Gebäude durch. Hier auch. Ja. Und dann müssen wir ein bisschen drehen. Rein optisch ist es besser, ne? So. Und rechts den Mauchtaler gehalten, also halten und dann nach rechts schieben. Und wenn das fertig ist, auf Enter. Ja, bestätigen. Wir haben jetzt das Wasser verlegt. Wir werden jetzt Futter holen, um gleich füttern zu können. Das heißt, wir haben noch Stroh drin, den Rest. Mikrofon, ne? Ja. So, da sind jetzt 8 Minuten kein Ton oder schlechten Ton. Ja, gut. Nicht so gut. Wir fahren jetzt zum Hof und holen Futter. Den Rest werden wir jetzt. Lenkung muss ich mal ganz kurz gucken. Wenn die Lenkung nämlich nicht aktiviert ist, muss ich sie auf Mittelstellung einstellen. Das passt ganz gut mit der Einfahrt. War keine Absicht, aber ist gut gelungen. Jetzt werden wir mal Stroh bei den Kühen abgeben, die müsste ja nicht genug brauchen. Und dann haben wir das auch gleich verarbeitet, Anführungszeichen. Und dann kriegen die alle ihr Futter weg. Fangen wir gleich einen großen an, da müsste eigentlich alles reingehen. Bier müsste eigentlich sehr genug da sein. Aber immer Tiere fertig machen. Schweinefutter holen vom Lager. Da muss leer kriegen. Wenn wir den Rest behalten, geht das entsprechend. Bei den nächsten Kühen. Ja, ich würde Tome kurz entschuldigen für, dass er anfangs nicht da war oder schlecht zu hören war. Ja, das ist bei mir immer ein bisschen Tüdlichkeit, ne? Also vergiss nicht. Gut, ich hab's noch gemerkt in der ersten Folge. Besser wie zuletzt, ne? So. Wir brauchen jetzt Schweinefutter.
Hopfen müssen wir auch hinbringen zum. Zum. Brauerei. Schauen wir heute im Laufe des Tages. Oder im Laufe der Woche. Je nachdem, wie man sieht, ne? So, braucht man nicht kaufen. Müsste eigentlich in einem Malzregnerort vorhanden sein, aber bin mir nicht ganz sicher, weil ich schon einmal hergefahren habe. Das werden wir jetzt bei den Schweinen hinstellen, einen neuen Stall. Beziehungsweise mal gleich beim neuen, beim alten Prinzip was abkippen. Nicht hier, aber da, wo wir jetzt hinfahren, zum neuen Platz. Und dann werden wir gleich einen LKW nehmen und die Schweine entsprechend gleich umstallen. Und zwar einmal die alten, den neuen rein. Und die Jungen im linken rein, ne? Also im linken Stall. Habt ihr beide jetzt seitenverkehrt gemacht? Und so, dass ich in der Mitte noch was hinbauen könnte, theoretisch. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ist ja nicht ganz so dramatisch, ne? So, jetzt machen sie hier Futter. Beziehungsweise wir stellen das hin. Weil noch wollen sie ja nichts, noch ist ja nicht. Das werden wir jetzt auf 1 einstellen. Weil wir stallen ja um und dann ist besser auf 1 wegen Futter. Braucht LKW. Der ist genau am Hof. Das ist der, der immer so eiert. Nicht so gut. Wo sind die anderen? Ach, der ist am Hof auch. Das geht. Den nehmen wir ausklinken und rüberfahren zum Viehtransporter. Die Schweine kriegen ein neues Zuhause. Derselbe Stall, nur der soll hier weg, ne? Das ist ja. Ja, ich will hier ein bisschen FPS-schonende Arbeit, gut Deutsch. Aber wie gesagt, das ist nicht der Hauptgrund, ich möchte ein bisschen sortieren. So. Und auf längere Sicht will ich auch noch Schafe anschaffen, aber nicht hier auf diesem Hof. Das wäre etwas zu viel des Guten. Vielleicht mal den noch einen Stall hinbauen für Kühe, für die Mast. Also reine Zuchttiere, zum, die keine Milch geben, ne? Aber mal sehen. Da muss ja auch alles bezahlt werden, ne? Will ich auch noch ein Fell kaufen am besten. So, Schweine. Im Grunde ist egal, wir können mit den Kleinen anfangen, ne? Dass wir die jetzt mal in den alten Stall reinbringen, einen zweiten neuen, ne? Also die 0,2, die 2,7 nicht. Man, ich könnte ja mir die komplett abgeben und dann 0,2. Ich möchte ein bisschen sortieren, ne? Der 0,1er. Die verschiedenen Sorten. Im Grunde ist egal, alles Schlachttiere. Da haben wir jetzt. Voll. Das sind noch Ferkel, die kommen noch im ersten Stall rein. Mehr Platz als vorher. Lenko ein bisschen ungewohnt, also mit Tastatur. Aber Lenko werde ich mal gleich aktivieren, sobald die Folge zur nächsten neuen Folge wird man entsprechend näher umbauen. Ne?
Ich müsste mal nächstes Mal probieren mit den Kühen, ob das klappt. Mit Masttiere, ne? Probieren. Wüsste ich jetzt nicht, normalerweise geht's nicht. Hab keine gesehen. So, die Schweine rüberschieben. Rüberschieben, rüber, 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 rüber. Gehen ja viele rein, ne? Großen Stall. Bestätigen. So, Leute, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Schön, dass es geklappt hat mit der globalen Markt. Ich kann jetzt im Prinzip alles, was hier an Dünger und Saatgut ist, schon mal reinfüllen. Brauchen wir da jetzt nicht. Betone, jetzt nicht. Sobald aber die neue Karte da ist, brauchen wir es. Und dann sehen wir weiter. Na, tschüss, ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Bis. Ja, bis morgen. Morgen geht's weiter. Wenn ihr Lust habt, in 2 Stunden kommt ungefähr die Thüringen-Karte. Nicht ganz 2 Stunden. Also immer um 12 oder 14 Uhr. Ja, regelmäßig, ne? Dann mal tschüss. Und winke, winke. Bis dann. Ciao. Tschüss.